Alter, was? Boah, Alter, habe ich mich jetzt verjagt. Er ist mir wie einfach durch die Wand da geglitscht ist jetzt. Boah, das war krass. Wie hat er mich da, wie hat er mich gehört? Entschuldigung, musste kurz husten. Boah, Alter, finde einen Weg, um von Deck 2 nach Deck 1 zu gelangen. Boah, Alter. Boah, dieser Penner. Das war nicht der. Das waren keine Androiden, die mir vorhin dann gefolgt sind im Ding. Das war der Typ, das war Edward. Ha. Not funny. Ich würde die gern alle looten irgendwie, aber irgendwie gibt's hier nichts zu looten. Das ist echt nervig. Vor allem überall ist hier Licht, weißt du? Er könnte einfach, jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Du hast hier so eine Stehlampe einfach. Die könnte man einfach mitnehmen und könnte es als Taschenlampe benutzen. Das würde jeder normale Mensch würde das tun. Wir natürlich nicht. Wir laufen ohne Taschenlampe rum, weil ich keine Batterien mehr habe. Das ist total bescheuert. Was haben wir hier? Verbandskasten. Nur ist besser als nix. Ach, willst du mich verarschen? Wieso läuft der Edward überall rum? Wieso läuft der überall rum? Das gibt's doch nicht. Das ist ein bisschen frustrierend. Da hinten war auf jeden Fall noch was. Ich gucke mich mal ganz kurz ein bisschen um. Einfach nur, um zu gucken, was hier noch ist. Nämlich genau gar nichts. Ha. Drum gibt es ja so viele Lüftungsschächte. Wir müssen uns hier primär vermutlich durch die Lüftungsschächte bewegen. Beziehungsweise vielleicht einfach nur in einen anderen Raum reinkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich gerade, wenn die Typen, die Soldaten überall durchbrechen wollen. Also wenn angeblich die Soldaten durchbrechen, ne? Warum zum Teufel kümmern die sich nicht um die... Um die Infizierten, das verstehe ich nicht. Warum knallen die nicht einfach ab? Das checke ich nicht. Kommt hier zufällig rein? Natürlich kommt er hier rein. Hallo Kumpel, geh mal weg. Ciao. Inside my head. Okay, sehr gut. Wir sind infiziert. Ich habe heute eine Unterhaltung zwischen den Technikern auf der Shuttle-Station aufgeschnappt. Es scheint, als wäre Shuttle mit dem die Marinesoldaten gekommen sind, mit Atombomben beladen. Es gibt gottverdammte Atombomben auf der Walkenburg. Nur eine Routine-Mission. Ja, klar. Okay, jetzt wird's... Okay, jetzt wird's abgespaced, das Spiel. Dieses verdammte Mistviech geht mir echt auf den Keks. Wo sind wir hier eigentlich gerade? Wo kommst du denn her? Hau doch mal ab. Der geht mir echt auf den Keks. Also was haben wir eigentlich? Wir haben die... Wo ist meine Maus eigentlich? Achso. Wir haben Vorwärtssteuerung ist 1. Das ist da hinten. Wir haben die Shuttlebucht. Okay, wir haben Shuttlebucht 2.
Serviceaufzug. Von da kommen wir ja. Nee, von da kommen wir nicht. Wir haben Frachtraum H1, Frachtraum H2, Aufzug. Vom Aufzug kommen wir 7, genau. Hilfsgenerator und Rettungskapseln. Ich würde gerne die Rettungskapsel einfach nehmen und abhauen, das wäre schön. Will sie mich verarschen? Okay, hier sind ein paar Gegner unterwegs. Finde ich toll. Boah, das geht mir gerade tierisch. Das geht mir jetzt gerade echt ein bisschen auf den Keks. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss vermutlich bestimmt zu diesem Serviceaufzug da hinten. Komme ich da über. Komme ich hier rüber da hin? Nee, ne? Hepi hat Robophobie. Ja, bei dem hässlichen Roboter ja. Okay, der kommt da entlang gerade. Bin ich dann da eigentlich, wenn ich da bei dem Aufzug bin? Ich muss noch ganz kurz gucken. Irgendwie checke ich noch nicht ganz. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Die geht mir ein bisschen auf den Keks, das Viech. Und das ist auch nicht gerade hilfreich. Das wird super. Ich werde jetzt die nächsten 8 Stunden werde ich einfach hier drin hängen. Wenn jetzt das Schreien anfängt, den auf mich zulenkt, dann raste ich aus. Okay, das ist echt frustrierend gerade. Was ist das denn für ein Viech? Das ist nur irgendein anderes Viech, aber eins, was viel schneller läuft. Okay, das Spiel wird echt skurril jetzt langsam. Ach, jetzt leck mich doch, das kann doch nicht. Hä? Das kann doch nicht wahr sein, ich komme hier nicht raus. Der Gang links ist belegt und hier komme ich auch nirgendwo weiter. Ich muss dann praktisch hier durch. Kann ich nicht da hinten irgendwo eine Abzweigung nehmen? Das muss doch hier irgendwo gehen. Das sieht doch so aus, als wären das hier Abzweigungen. Hier ist nichts. Ich guck noch mal eben. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, hier gibt es witzigerweise eine Abzweigung. Dann gehst du hier rum. Und dann ist hier nichts. So, dann hängst du hier einfach fest. Auf der Karte ist hier etwas eingezeichnet. Das checke ich irgendwie nicht. Das Problem ist, wenn ich da hinten durch will, das ist gar nicht mal. Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt hier lang? War ich hier schon? Ach ja, genau, ist die nächste Sackgasse. Also die ganzen Röhren hier sind alles komplett Sackgassen. Der einzige Weg ist tatsächlich da hinten dann durch, was echt dämlich ist. Vor allem der andere Typ ist halt auch noch da, das andere Cyborg.
Alter, das kann doch nicht wahr. Hä, wie soll ich denn hier durchkommen? Ist die Maschine am Leben? Gibt es einen Geist in der Maschine? Sind wir Geister? Ich denke, wir sind alle Geister, die im Rumpf eines Raumschiffs umhermannen. Wir sind hier eingeschlossen. Lies selber. Ich habe gar keine Zeit zu lesen. Nein! Bist du schneller als ich? Oh oh. Ah! Ah, heck ja. Was? Okay, ich glaube, das Spiel ist bugfrei. Ich bin, glaube ich, gerade durchs Schiff gefallen, kann das sein? Ha. Okay, ja, ich bin durchs Schiff gefallen, das ist schön. Hepi hat sich durch die Umgebung gebackt. Ihr ein bisschen. Ein interessanter Bug. Okay, Deck 2. Ein sehr interessanter Bug, muss ich sagen. Schön. Läuft super. What's this noise? My eyes. Oh, something's inside my head. Wenigstens hört das mal wieder auf. Oh, es reicht. Jetzt lauf halt! Lauf! Ah. Boah, Alter. Da hängt er an diesem blöden Stuhl fest. Mann. Alter, das ist gerade sensationell ätzend. Gerade echt. Naja, das ist ja sonst Coopers Job. Ja, das stimmt. Durch die Wand und so weiter glitschen. Wobei, ich habe auch immer so das Glück, immer sehr viele Bugs in Spielen zu finden. Ich muss, glaube ich, zu diesem Serviceaufzug. Können die sich nicht gegenseitig umbringen? Das wäre total geil. Und es hört sich so an, als wäre der immer direkt nebendran einfach. Das ist total geil. Das ist total verstörend. Kommt der nicht hier rein? Nee, ne? Okay, kann ich da irgendwie... Ich könnte es rechts rum versuchen.
geh weg, lass mich in Ruhe. Alter, ich krieg hier einen zu viel, echt. Was soll... Wie soll ich denn hier vorbeikommen? Ich check das nicht. Jetzt schleiche ich sondern schon und er hört mich trotzdem. Boah, das geht mir auch auf den Keks gerade. Ja, ist gut. Es weint alles. Ja, ja, ja. Halte Klappe. Boah, Alter, gib mir das. Alter, das geht mir gerade echt tierisch auf den Keks. Das geht mir echt mega offen. We are all monsters. Ah, geht schon mal nicht weiter. So, erstmal 800 Jahre jetzt in dieser, auf dieser Stelle gesessen. Also es geht mir, also die Stelle geht mir gerade echt ein bisschen auf den Keks. Dann hast du immer lustigerweise eine Quadrillion an Räumen, die alle total sinnlos sind. Willst du mich verarschen? Boah, willst du mich verarschen? Da ist der Speicherpunkt und die schleichen hier alle permanent rum. Das ist so bescheuert einfach. Ich kann natürlich abknallen, bekommt doch der Große dann hier gerannt, oder nicht? Das Problem ist, ich habe halt nicht unendlich Munition, das heißt, ich kann die halt auch nicht alle abknallen. Obwohl das vielleicht vom Spielprinzip auch so vorgesehen ist, ich habe keine Ahnung. So, komm mal her. Ach, der Typ ist das. Wenn der in der Nähe ist, dann flippe ich so aus. Ich versuch's mal eben, speichere mal eben. Was geht mir echt ein bisschen auf den Keks gerade. Vor allem, wenn der in der Nähe ist, dann laufe ich komplett amok. Vor allem, der zwei Köpfe. Warum hast du zwei Köpfe?